Kapitel 8.1 Die Bedeutung der Transzendenz. Die Eigenschaft der Transzendenz bei der Anbetung Allahs hat eine besondere Bedeutung für den Menschen. Vor dem Auftreten des Islam in seiner endgültigen Form war der Mensch weit von dem abgekommen, was diese edle Eigenschaft beinhaltet. Die Christen behaupteten, dass Allah auf die Erde gekommen und in Gestalt eines Mannes Fleisch und Blut geworden sei. Dieser Mann sei der Prophet Isa, also Jesus, gewesen, von dem sie behaupteten, dass er am Kreuze starb. Die Juden behaupteten vor ihnen ebenfalls, dass Allah in Form eines Mannes auf die Erde herabgekommen sei und in einem Ringkampf mit dem Propheten Jakob verloren habe. Die Perser betrachteten ihre Könige als Götter, die mit allen Eigenschaften Allahs ausgestattet und angebetet wurden. Die Hindus glaubten, dass Brahman, das höchste Wesen, an jedem Ort und in jeder Sache sei. Daher beteten sie unzählige Götzen, menschliche Wesen, ja sogar Tiere an, die sie als Verkörperung Brahmans ansahen. Dieser Glaube hat die Hindus in den bizarren Zustand versetzt, zu ihrer heiligen Stadt Benares zu pilgern, um ihren als erigiertes männliches Glied dargestellten Gott Shiva anzubeten, der Lingam genannt wird. Die hinduistische Ansicht, dass Brahman überall sei, wurde später zu einem Teil des christlichen Glaubenssystems und fand schließlich auch viele Generationen nach dem Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, seinen Weg unter die Muslime. Als während des Zeitalters der abbasidischen Herrschaft philosophische Schriften aus Indien, Persien und Griechenland übersetzt wurden, wurde das Konzept, dass Allah überall und in jeder Sache sei, in philosophischen Kreisen eingeführt und entwickelte sich zugleich zu einem grundlegenden Prinzip im Glauben der Sufi-Bruderschaften. Schließlich gewann diese Ansicht durch die Philosophenschule der rationalistischen Mu'tazila an Einfluss. Ihre Schüler nahmen Schlüsselpositionen in der Verwaltung des abbasidischen Kalifen Al-Ma'mun, der von 813 bis 832 nach Christus regierte, ein. Mit dem Segen des Kalifen propagierten sie energisch diesen Glauben, gemeinsam mit anderen Einstellungen, die ihre philosophische Schule beinhaltete. Über das ganze Reich verteilt wurden Inquisitionsgerichte eingerichtet und viele Gelehrte wurden aufgrund ihres Widerstandes gegen die Mu'tazila gefangen genommen, gefoltert und getötet. Erst als Imam Ahmad ibn Hanbal, der von 778 bis 855 nach Christus lebte, sich behaupten konnte und die Glaubensgrundlagen der frühen muslimischen Gelehrten und der Sahaba, also der Gefährten des Propheten, verteidigte, änderte sich die Lage. Während der Herrschaft des Kalifen Al-Mutawakkil, der von 847 bis 861 regierte, wurden die mu'tazilitischen Philosophen aus wichtigen administrativen Positionen in der Regierung entfernt und ihre Philosophie wurde offiziell verurteilt. Obwohl die meisten ihrer Ideen im Laufe der Zeit ausstarben, hielt sich die Vorstellung, dass Allah überall, das heißt immanent sei, unter den Anhängern der asch'aritischen Schule bis zum heutigen Tag. Diese Schule wurde von Gelehrten gegründet, die die mu'tazilitische Philosophie verlassen hatten und versuchten, die Übertreibung des mu'tazilitischen Denkens auf einer philosophischen Basis abzulehnen.